Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Kommt er zurück? So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und bei diesem Legung beantworte ich die Frage, ob er zurückkommt. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen. Ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage. Ich schaue das auch astrologisch an und ihr dürft wählen, soll ich das lieber nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie berechnen und deuten. Dann kommt selbstverständlich die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, kommt er zurück, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Mia Loria ist die mediale Name. Liebe Mia Loria, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und für diesen Auftrag. Du hast einen Wunschpartner, einen Herzensmann, dein Ex und du hast das Gefühl, ihr seid seelisch verbunden. Über Internet hast du auch Bilder gesehen. Ein Teil hast du das Gefühl, es ist eine Botschaft und bei dem letzten Bild war mit Familie und mit einer anderen Frau abgebildet und das macht dich unsicher. Und jetzt kommt deine persönliche mediale Botschaft. Diese mediale Botschaften sind nicht meinen eigenen Gedanken und ich lese das nicht vor von Karten, sondern ich empfange diese Botschaften. Deine persönliche mediale Botschaft. Du hast ihn gesehen mit einer anderen Frau. Ist das die Wirklichkeit oder ist das Bild, will für dich etwas mitteilen? Lach darüber, weil die beiden sind nicht zusammen. Das war die mediale Botschaft. Und jetzt schauen wir astrologisch an. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indische Astrologie berechnet die Horoskopen anders. Also nicht wundern, dass Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten anders platzieren als in westlichen Astrologie. Warum ist dieser Unterschied? Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Natürlich ist es minimal, aber im laufenden Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden macht es schon was aus. Nach dieser präzisen Berechnung hast du Aszendent Krebs. Deine Sonne befindet sich auch im Krebs und dein Mond im Steinbock. Das heißt Sonne, Mond gegenüber, du bist ein paar Stunden nach Vollmond geboren. Die indischen Astrologen sagen auch, dass die Vollmondgeborenen haben Glück im Leben, ihren Schicksalsweg wird beleuchtet. Und vergleichen wir mal mit seinem Horoskop. Du bist im Tierkreiszeichen Krebs geboren. Natürlich ist das sehr gefühlsvoll. Du hast auch diese Eingebung oder das Gefühl, wann ist es angebracht zum Handeln und welcher Zeitpunkt
und wann ist besser zurückhaltend sein. Wenn du deine innere Stimme hörst, dann weißt du das von deinem Innen heraus. Sein, Sonne in Tierkreis zeichnen Löwe. Natürlich ist er selbstbewusst oder stellt sich gerne mal in den Mittelpunkt und braucht auch Bewunderung. Die beiden Tierkreiszeichen, Krebs und Löwe, sind benachbarte Tierkreiszeichen. Natürlich sind sie anderes, aber das ist die Nähe da und ihr könnt euch gegenseitig vertrauen und unterstützen. Und das entspricht euren Wesen. Wenn ich betrachte euren Gefühlen, das ist natürlich die Mondposition. Dein Mond im Steinbock, das heißt, du nimmst deinen Gefühlen ernst. Und es gibt Momente, wo dir schwer fällt, über Gefühle zu sprechen. Natürlich, die Krebssonne ist sehr gefühlsvoll, also das gleicht sich schon aus. Aber du bist nicht immer in dieser Stimmung, dich zum Öffnen oder über Gefühle zum Sprechen. Aber wenn du in die inneren Gleichgewicht bist, dann ja. Also dein Mond ist im Steinbock und sein Mond ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, er ist sehr gefühlsvoll, sehr intuitiv, er hat schon seine Träume und Visionen oder sogar Tagesträume, er ist sehr verträumt. Und bei Tierkreiszeichen Fischen ist auch zwei verschiedenen Richtungen, das muss ich betonen. Die eine Richtung wäre das Vertrauen, das Glauben an diese Träume und davon überzeugt zu sein, ohne Angst, das zu verwirklichen. Da ist die Reichtum, auch das inneren Reichtum verborgen. Die andere Richtung ist die ständige Zweifel oder Angst. Natürlich, das macht unbeweglich, zieht alles nach unten. Also das entspricht seinem Gefühlszustand. Du kennst ihn besser, kannst du besser einordnen, in welcher Richtung sind seine Gefühle. Ist er eher ängstlich und das lähmt, das macht ihn unbeweglich, oder ist er im vollen Vertrauen und verwirklicht sein Leben, verwirklicht seine Träume. Die beiden Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Fische stehen in Harmonie, weil die Steinbock ist Erdeelement, die Tierkreiszeichen Fische ist Wasserelement und Erde, Wasser harmonisieren sich miteinander. Also was euren Gefühlen betrifft, seid ihr in Harmonie. Euren Kraft, wo setzt euren Kraft ein? Seid ihr in die gleiche Wellenlänge oder ist eine von euch beide eher zurückhaltend, andere ist mehr aktiv? Das ist auch wichtig zum Anschauen. Bei dir ist diese Energie im Tierkreiszeichen Zwillinge. Also du hast die Bewegung, die Beweglichkeit, auch die Leichtigkeit, das Spielerische. Und bei ihm ist im Waage, er braucht Harmonie in sein Leben. Er ist auch nicht aggressiv, sondern wenn da etwas kommt auf sein Leben, was eher eine aggressive Stimmung auslöst, dann bemüht sich das in Harmonie zu bringen. Obwohl das ist gar nicht so einfach für ihn, weil er hat eine karmische Lernaufgabe, dieser Tierkreiszeichen Waage, diese immer bemühen, um alles recht zu machen oder das Frieden zu erhalten oder etwas harmonisieren, das entspricht sein alter Karma. Da kennt er sich schon aus und seine Lernaufgabe ist sich durchsetzen im Leben. Das wäre die Tierkreiszeichen wieder, sich zu behaupten im Leben. Aber das ist für ihn nicht einfach. Aber mal zurück, diese Energie bei dir im Zwilling, bei ihm im Waage, das ist beide Luftelement und da habt ihr die Harmonie. Das heißt, bei den Unternehmungen könnt ihr ganz gut einigen und seid ihr in Leichtigkeit, seid ihr in Bewegung. Die Kommunikation bei dir ist der Planet Merkur, was die Gespräche und Kommunikation symbolisiert, ist im Krebs.
Das heißt, sei gefühlsvoll, auch mitfühlend, wenn du mit anderen kommunizierst, aber auch die Neigung zum Rückzug. Besonders wenn du dich verletzt fühlst, dann ziehst du dich etwas zurück. Bei ihm befindet sich Merkur im Löwe, ist anderes natürlich, er gibt schon die Ton ab. Wobei er ist sehr harmoniebedürftig, aber wenn das drauf ankommt, er drückt es klar und deutlich aus. Die beiden Tierkreiszeichen Krebs und Löwe sind benachbarte Tierkreiszeichen, wieder die Nähe. Es ist zwar unterschiedlich, aber das ist die Vertrauen da, das Nähe ist da und ihr ergänzt euch. Also bei Kommunikation kommt ihr entgegen oder klärt ihr etwas oder er spiegelt dir etwas, du spiegelst ihm etwas und so gleicht sich das aus. Die Liebesplanet, das ist Venus, das ist die Venus-Energie, natürlich zeigt auch Weiblichkeit. Bei dir im Tierkreiszeichen Zwillinge, du siehst jünger aus, als dein Alter ist und das bleibt auch erhalten, also ein jugendliches Aussehen, eine jugendliche Frische und auch die Leichtigkeit, das Spielerische in die Liebe, Partnerschaft. Bei ihm liegt dieser Planet Venus im Tierkreiszeichen Löwe. Er möchte natürlich mit der Herzensdame auch angeben, das zeigen. Schaut mal alle her, was für tolle Frau ich habe. Also das ist schon so sein Bedürfnis. Wenn ich die beiden Venus-Positionen vergleiche, dein Venus im Tierkreiszeichen Zwillinge, und sein Venus in Tierkreiszeichen Löwe, dann kann ich sagen, ihr seid in die Liebe-Partnerschaft in vollkommener Harmonie, weil Zwilling gehört zum Luftelement und Löwe gehört zum Feuerelement und Luft-Feuer harmonisieren sich miteinander. Wenn ich über Karma spreche, dann seid ihr gleich, sehr ähnlich. Mindestens habt ihr die gleichen karmischen Erfahrungen, die gleiche karmische Aufgabe, auch die gleichen Lernaufgabe. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist der Planet der Karma und Saturn ist der Planet der große Lehrmeister. Bei euch beiden ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet alte Karma. Da habt ihr die Lernaufgabe. Was bedeutet überhaupt Karma? Das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Das ist unserem inneren Kern. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unserem Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zurück zum Gott. Mit Bewusstsein, mit vollem Bewusstsein, mit Erinnerungen, mit Gefühlen und blickt zurück und lässt sich Revue passieren. Schaut nochmal an, wie ein Film, was passierte in Vergangenheit. Wenn der Seele glücklich befreit fühlt, dann hat sich von Karma gelöst. Natürlich kommt noch die göttliche Gerechtigkeit dazu, wie Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns selbst wieder zurück. Das muss immer ausgleichen. Aber ich möchte jetzt nicht die Gerechtigkeit betonen, sondern das Gefühl, die Zufriedenheit, glücklich zu sein, frei zu sein. Das heißt, die Seele hat diese Aufgabe, das Leben zu meistern. Von das Leben ein Kunstwerk gestalten, das ist die schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie. Und befreit zu sein von Ängsten. Das ist die große Lernaufgabe. Und wenn das nicht so ist, dann macht die Seele eine Seelenreise und kehrt wieder zurück auf die Erde.
wiederholt sich alles. Vielleicht nicht dieselben Umstände, aber das Prinzip bleibt immer die gleiche Aufgaben, bis das gelöst ist. Und wenn das so ist, bedeutet, wir haben eine oder mehrere früheren Leben. In der indischen Astrologie ist das Ketu, die Drachenschwanz, beschreibt, was war in früheren Leben. Das ist zugeordnet zu einem Tierkreiszeichen. Und bei euch beiden ist dieser Tierkreiszeichen die Waage. Du kennst dich aus, erkennt sich aus. Das heißt, die künstlerische Begabung, die Schönheitssinn, die Kreativität, die Harmoniebedürftigkeit, die Gerechtigkeitssinn, das Friedliche. Aber ihr beide neigt dazu, alle gut und recht zu machen. Und in dieser Stelle sage ich, es geht nicht, sondern wir brauchen auch die Mars-Energie. Und das ist die Mut und die Kraft, uns durchsetzen im Leben. Und das ist deine Lernaufgabe, das ist seine Lernaufgabe, das ist der karmische Weg, zu euch selbst zu stehen und das Verteidigen. Und das ist die Tierkreiszeichen wieder. Bei euch beiden geht die Richtung Tierkreiszeichen wieder. Und die Saturn-Position zeigt noch zusätzlich nochmal Lernaufgabe. Und bei euch beiden dieser rückläufige Saturn, was eine Erinnerung ist an die alten Karma, zeigt die Lernaufgabe noch zusätzlich die Tierkreiszeichen Fischen. Und wie ich schon sagte, diese Tierkreiszeichen Fischen besteht aus zwei Fischen. Astronomisch heißt es die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Und die beiden Sternbilder, das südliche und das nördliche, ist miteinander verbunden. Alpberg heißt die Stern, was die beiden Fischen miteinander verbindet. Aber die beiden Fischen sind mal grundsätzlich anderes. Die eine ist im vollkommenen Vertrauen, lebt ihren Träumen, hat die Überzeugungskraft, das Vertrauen und großen Glauben daran, dass das auch Realität wird und lebt angstfrei. Und hier ist das Glück. Und die andere Richtung, die andere Fisch hat ständig Angst und zweifelt an sich selbst. Und natürlich, das bremst, geht nichts voran. Und hier besteht die Lernaufgabe, die richtige Richtung zu bestimmen und das Leben. Und das ist deine Lernaufgabe und das ist auch seine Lernaufgabe. Und der Weg, wo er geht, das ist die Tierkreiszeichen wieder. Und wieder bedeutet, ich bin, ich will, ich kann, ich mag. Wieder betont das Ich. Waage betont das Wir. Wir sind, wir machen. Es ist auch ein Unterschied. Das bedeutet nicht, dass man egoistisch sein soll, sondern Bewusstsein mit eurem Selbst und das Durchsetzen im Leben. Und da habt ihr die gleichen Wege, die gleichen Aufgaben, auch die gleichen Lernprozess. Und wenn ich das beide vergleiche die beiden Horoskopen, dann kann ich sagen, ihr habt schon eine seelische oder karmische Verbindung zueinander. Sein Mars, das symbolisiert die Kraft, die männliche Energie, befindet sich im Waage. Und in diesem Bereich ist auch sein alter Karma und auch Neptun ist auch im Waage. Und Neptun ist oft ein Hinweis zu Enttäuschungen. Und das sind seine alten karmischen Erfahrungen von früheren Leben. Und seine Männlichkeit spürt das auch hier im Waage. Die Mondhaus, wo sein Mars, seine Männlichkeit befindet, dieser Mondhaus heißt Vishaka. Was sind diese Mondhäuser? Dazu erzähle ich die indischen mythologischen Geschichten. Der Mond ist ein Mann. Und dieser Mann verliebt sich eine hübsche junge Dame und möchte mit ihr heiraten.
macht ein Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, lieber Mond, du darfst meine Tochter heiraten, ich habe nichts dagegen, aber du musst ihren Schwester auch heiraten, zwar alle ihren Schwestern. Oh, der Mond hat nichts anderes übrig gehabt. Er heiratete alle 27 Frauen, diese Geschwister. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das ist die Hintergrundgeschichte und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und jede von seinen Ehefrauen verkörpert anderen Eigenschaften. Auch anderen Alter. Eine ist jünger, andere ist älter, eine ist lieblich, andere ist mehr kämpferisch. Dann gibt es welche, wo stolz ist oder eingebildet. Wie auch immer, sind anderes. Und das sind diese Mondhäuser. Natürlich, die Beschreibung kommt von den Sternen. Und diese Beschreibung zeigt etwas von den Charakterzügen von Menschen und sein Maß, was seine Männlichkeit betrifft, wie er dasteht als Mann, befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Vishakha. Und dieser Vishakha ist die Göttin des Feuers und Göttin des Krieges. Dieser Krieg ist im Positiven gemeint. Nicht diese aggressive mit anderen Krieg zu führen, sondern bekämpfen etwas. Bekämpfen Zweifel, bekämpfen Angst, bekämpfen das Falsche, bekämpfen das Böse. Das ist damit gemeint. Und dieser Feuerelement heißt, und so beschreibt es die indische Mythologie, er verbrennt es oder sie, das ist eine Göttin. Also bei ihm ist natürlich die männliche Energie, das prägt seine Männlichkeit, aber in indischen Beschreibung ist das eine von den Ehefrauen des Gottes, Vishakha, also das ist die Göttin des Feuers, Göttin des Krieges, bekämpft das Böse, auch diesen Gefühlen und die Feuerelement heißt, sie verbrennt das. Mit anderen Worten, sie lässt das hinter sich. Das ist dieser transformierende Prozess. Ich könnte auch sagen, das ist eine Art Transformation. Und da ist seine Kraft. Das ist seine männliche Kraft. Und wenn er auf diese männliche Kraft vertraut, steht näher zu sein Selbst und fühlt sich natürlich auch befreit. Aber da muss er vieles hinter sich lassen, verbrennen, was ihm stört. Das kann natürlich seinen eigenen Gefühlen sein, wie Angst. Jetzt zu deinem Horoskop. Dein Aszendent ist Krebs. Dein Aszendent und auch dein Venus, dein weiblichen Energie, dieser Liebesplanet, beide gehören zu einem Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Punarvashu. Und wird von Sirius bestrahlt. Sirius wurde bei den Ägyptern verehrt. Das ist eine von den hell leuchtenden Sternen und zeigt den Weg. Ein Wegweiser. Beleuchtet den Weg und dann kommen die Plejaden. Und das ist nicht nur Sirius, was auf deine Persönlichkeit wirkt, dein Lebensweg ist beleuchtet, sondern nicht vergessen, du bist im Vollmond, also ein paar Stunden nach Vollmond geboren. Da wird auch dein Lebensweg beleuchtet. Und du bist Wegweiser auch für anderen. Du trägst dieses Licht in dir. Und nicht nur Sirius wirkt auf deine Persönlichkeit und auf deine Weiblichkeit, auch was auch in die Liebe lebst, sondern Pollux und Castor. Und Pollux und Castor sind die beiden Zwillinge, aber wirkt in diesem Bereich, in diesem Mondhaus, was schon zum Krebs gehört. Diese Pollux und Castor symbolisieren das Menschliche, das ist Castor,
und Pollux, das Göttliche, mit anderen Worten, den höheren Bewusstsein. Und das zeigt dieser Mondhaus, dass du in die Stille, dieser Rückzug, dann bekommst dein gute Ideen. Also wenn du Entscheidungen triffst im Leben, zieh dich erstmal zurück. Und diese Stille, diese Meditation, dieser Rückzug, da bekommst du den Licht. Und das beleuchtet dein Lebensweg und triffst du dann die richtigen Entscheidungen und bekommst du großartige Ideen. Du bist hilfsbereit und gutmütig. Deine Sonne befindet sich auch im Krebs, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Pushya und das heißt den richtigen Zeitpunkt verspüren. Und eine Dankbarkeit und Glück im Leben, was dir Stabilität auch gibt. Und hier in diesem Bereich hast du den Einfluss von Jupiter. Und Jupiter bringt Glück und dehnt sich etwas aus. Und das ist dein Wachstum und das entspricht deiner Sonnenenergie. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Dieser Mondhaus heißt Tanishta und übersetzt heißt das Grenzgebiet. Dieser Mondhaus ist im Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann. Die Steinbock holt die Himmel auf die Erde und realisiert das und die Wassermann hebt hoch bis zum Sternen. Aber das ist dasselbe Energie. Jetzt schauen wir diese Legung an. Die Legesystem heißt, kommt er zurück. Er hat sich von dir getrennt. War das geplant, dass er sich trennt? Diese Karte zeigt die Antwort. Nein, es waren diese Neuigkeiten, diese Überraschung. Aber dieses Bild erzählt noch etwas. Verbindungen zu Menschen von früher. Also Menschen, die er von früher kennt. Und das sind die Erinnerungen, das symbolisiert dieses Kind und diese Spielsache. Das ist Vergangenheit. Und die Zahl 6 bedeutet auch Vergangenheit. Oft auch ein Hinweis, das Loslassen. Also das heißt, er hatte das nicht geplant, sondern in diesem Zeitpunkt, wo er sich getrennt hat, hat Kontakte gehabt mit jemand, der von Kindheit oder in Vergangenheit kennt. Also jemand hat ihn beeinflusst. Warum ist er gegangen? Diese Karte zeigt und gibt die Antwort. Hier die Zahl 4. Ist sein Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Aber er wollte diese Sicherheit, Stabilität nicht in Partnerschaft erleben oder erfahren, sondern sein Selbst. Etwas selbst auf die Beine stellen, sein Leben selbst beherrschen. Das wäre auch diese karmische Richtung, Richtung Tierkreiszeichen wieder. Also die Richtung stimmt schon. Aber deswegen musste er nicht trennen. Aber das war ihm ein großes Bedürfnis. Deinen Erwartungen zeigt diese Karte an. Das ist Winter. Das ist diese winterliche Abende. Das ist sehr familiär. Und das, was du wünschst, dass ihr beide bis Winter in Weihnachtszeit oder Silvester, Neujahr, dass in diesem Zeitraum, in diesem Zeitpunkt ihr wieder zusammenkommt und du möchtest diese Sicherheit, Stabilität erleben, dass das wieder alles in Form bekommt und das würde dich begeistern, dass er spätestens bis Dezember wieder da ist. Das sind deine Erwartungen. Hättest du das verändern können, hättest du das verhindern können, dass er geht, wäre nicht klug gewesen. Weil wenn du versucht hättest, das zu verbieten, verändern, überreden, dann wäre er wie im Labyrinth.
Er braucht jetzt andere Erfahrungen. Wichtig ist, dass er zurückkommt. Was hat das ausgelöst, dass er gegangen ist? Dieses Bild, das ist diese Königin. Und hier sind die Schätze. Das bedeutet auch die Wertschätzung. In seinen Augen bist du wie eine Königin und hast deinen Werten. Und im Hintergrund fühlt er sich zu klein. Er könnte bei dir oder bei dieser Partnerschaft sich nicht behaupten, weil er hat immer das Gefühl gehabt, du packst dein Leben, du hast Ideen, du kannst das alles verwirklichen. Das ist die Bewunderung. Er hat dich bewundert und er hat sich klein gefühlt. Vielleicht hat sogar Minderwertigkeitskomplex gehabt. Was hilft? Wer hilft dir? Diese Karte gibt die Antwort. Entweder eine Frau, wo dich unterstützt und hilft, aber kann auch bedeuten, dass diese Frau du selbst bist. Und die Feuerelement heißt, sei von dir selbst mit deinem Leben, mit allem begeistert. Oder mach etwas, was dich begeistert, die Berufung oder Freundschaften oder ein Hobby. Lebe dein Leben, gestalte das nach deinem Geschmack, all das, was dich begeistert. Das kann auch dein Selbst sein, aber möglich ist auch, dass eine weibliche Person, eine Frau unterstützt dich bei diesem Prozess, dass du das alles überstehst oder gibt dir einen guten Rat oder begleitet dich gerade in dieser Zeit. Liebt er eine andere Frau? Diese Karte zeigt die Kindheit und Kindheitserinnerungen, die Vergangenheit. Und das ist ein Hinweis, dass er kontaktiert hat mit einer Frau, die er von früher kennt oder von seiner Kindheit kennt. Entweder ist ein Verwandter oder seine Schwester, kann auch bedeuten, dass die Schwester hat ihn beeinflusst. Oder jemand, wo er früher kennt, oder waren sie früher zusammen in die Schule. Beide Karten zeigt seine Kindheit an. Und diese Frau, die er von früher kennt, hat einen Einfluss gehabt für die ganze Geschehen. Und hier zeigt wieder an, er liebt keine andere Frau, sondern er hat eine Verbindung zu einer Frau. Und diese Frau kennt er von seiner Kindheit und es kann auch seine Schwester sein. Denkt er an dich? Ja, er denkt und da ist offen. Diese Schätze bedeutet die Wertschätzung dir gegenüber. So ähnlich wie hier auch, hat dich bewundert, er hat dich immer bewundert und die Tür ist offen. Er bewegt sich nicht momentan in deine Richtung, aber er lässt die Tür offen und diese Bewunderung ist immer noch da. Wie lebt er momentan? Er hofft, dass seine Zukunft in eine richtige Richtung lenkt. Das ist das Schicksal. Diese Wahrsagerin schaut in die Zukunft. Das bedeutet nicht, dass er mit diesen Themen beschäftigt und plötzlich interessiert sich für Wahrsagen oder Spiritualität. Ich schließe das nicht aus. Aber Fakt ist, er möchte gerne wissen, was mit ihm geschieht in Zukunft und er hofft, dass irgendwie das Schicksal wird das schon regeln. Liebt er dich? Die Kerzen zeigen die Gefühle und dieser Geschenk zeigt auch ein Entgegenkommen. Er wird das auch sagen, er wird das auch zeigen oder kommt mit einem Geschenk und er lässt im Hintergrund die Türen offen. Liebt eine andere Frau? Diese Karte bedeutet, er hat ritterlich eine Frau unterstützt. Er hat für jemand eingesetzt.
er hat jemand geholfen, aber das hat mit Liebe nichts zu tun. Das kann wieder seine Schwester sein. Hat er Angst vor einem Neuanfang? Diese Karte bedeutet, dass er beobachtet dich. Er schaut schon in die Richtung, was du magst, er zeigt sich aber nicht offen. Das heißt, momentan hat er schon Angst. Angst, dass ihr euch begegnet, dass zu einem klärenden Gespräch kommt, aber im Hintergrund interessiert sich für dich. Er lauscht oder versteckt sich um die Ecke und beobachtet dich, aber er hat Angst, tatsächlich hat er Angst, sich zu zeigen. Kommt er zurück? Diese Karte gibt die Antwort und es steht alles im guten Sternen. Ja, er kommt zurück. Und was ist eure Zukunft? So wie du das ausmalst. Und da hast du die Lernaufgabe. Saturn erteilt die Lernaufgabe in Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, Träume zu leben, visualisieren, daran zu vertrauen, daran glauben und davon überzeugt sein. Und das ist dieses Bild. Das ist dein Tagestraum und du malst es auch, wie du deine Zukunft vorstellst. Wenn du daran glaubst, dann hast du die Lernaufgabe auch gemeistert und die Zahl 7 bedeutet, das sind die Chancen. Und er kommt zurück. Liebe Mieloria, das war diese Legung, kommt er zurück. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.